Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Markus Fugmann meldet sich mit einem Videoausblick. Sie sehen mich nicht vor der Kamera. Wie gesagt, ich hatte einen Unfall. Die meisten wissen das inzwischen aus humanistischen Gründen. Möchte ich zunächst mal mindestens noch diese Woche, wahrscheinlich auch noch die nächste, wir werden sehen, verzichten, vor die Kamera zu treten und behelfe mir mit einem Bild, das Sie hier links oben sehen. Und wir schauen uns mal an, was an den Märkten der Fall ist. Ich habe heute getitelt Rallye nach falschen Arbeitsmarktdaten und die waren falsch. Da gibt es kein Vertun. Es ist nur interessant, dass die Aktienmärkte sich für sowas überhaupt nicht interessieren. Für Fakten wird sich nicht interessiert. Da wird eben gekauft, egal was passiert. Und das ist mal wieder ein Beispiel für Fake News, kann man sagen. Auf jeden Fall ist das, was wir hier am Freitag präsentiert bekommen haben, eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Und wie merkwürdig diese Geschichte ist, das wollen wir uns mal anschauen. Da bin ich nicht der Einzige, der hier so ein bisschen skeptisch war, was diese Zahlen betrifft. Hier sagt Robert Burgess. Na, lass uns doch mal gucken. Am Donnerstag hatten wir die Erstanträge gesehen. 9,14 Millionen haben im Mai damit dann Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Und jetzt erzählt man uns praktisch am Freitag, dass 2,51 Millionen Jobs geschaffen wurden im Mai. Das riecht komisch, so Robert. Und es riecht sehr, sehr komisch. Schauen wir uns noch mal ganz kurz hier die Erstanträge an. Schauen wir uns an, was da eigentlich der Fall war. Und dann sehen wir, dass hier zum Beispiel die Erstanträge, das ist der Verlauf in der letzten Wochen, es geht schon konstant nach unten mit den Erstanträgen, aber es geht nicht nach unten mit den sogenannten Continuing Claims. Das sind also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die ich Ihnen hier mal zeige. Da sind wir bei über 21 Millionen, 21,5 Millionen um und bei. Und wir sehen, es wird nicht weniger, da ist so eine Art Plateau, was die fortgesetzten Anträge betrifft. Das heißt, die Leute kommen nicht so schnell wieder in den Job. Das passiert nicht. Was ist da schiefgelaufen mit den Zahlen am Freitag? Das ist die große Frage. Und das wollen wir uns mal anschauen. Das Bureau of Labor Statistics, das diese Zahlen rausgibt, hat selbst dann wenig später gesagt, oh, da ist eine leichte Unschärfe in diesen Zahlen. Und das liegt auch ein Stück weit an der Erhebung. Schauen wir uns mal hier diesen zweiten Absatz an, den ich Ihnen hier mit der Maus mal zeige. However, there was also a large number of workers who were classified as employed, but absent from work. Also die sind als beschäftigt gezählt worden, aber sie waren halt nicht bei der Arbeit. Na sowas. Jetzt entscheidend vielleicht diese untere Passage. If the workers who were recorded as employed, but absent from work due to other reasons, aufgrund anderer Gründe, wenn man die als unemployed gezählt hätte, wenn man die praktisch als arbeitslos gezählt hätte, dann wäre die offizielle Arbeitslosenquote 3% höher, sodass wir dann ein völlig anderes Bild bekommen hätten. Aber es wird noch krasser, denn was diese Zahlen so maßgeblich beeinflusst hat, ist das sogenannte Birth-Death-Adjustment, das die amerikanischen Statistikbehörden bei den Arbeitsmarktdaten mit einbeziehen als extrem relevantes Kriterium. Dieses Birth-Death-Adjustment, das misst im Prinzip oder versucht zu messen, wie schaut es denn aus, wie viele Unternehmen sterben, wie viele werden neu gegründet. Und nun haben wir hier in dieser Grafik sehen wir, dass plötzlich im Mai also wahnsinnig viele Unternehmen neu gegründet worden sein sollen. Viel, viel mehr als praktisch eingegangen sein sollen, also praktisch die gestorben sind, die Insolvenz angemeldet haben. Nun ist das natürlich ein interessantes Phänomen, wenn ich praktisch landesweit, bis auf wenige Bundesstaaten, wie Georgia vielleicht, Florida, aber die relevanten Bundesstaaten sind alle noch im Lockdown gewesen im Mai. Wie können da so viele Unternehmen entstehen? Das ist ein Statistikwunder vom Allerfeinsten. Also hier sehen wir, da ist einfach an der Schraube gedreht worden. Das sind nicht valide Zahlen. Das ist nicht ernst zu nehmen. Und dazu kommt noch, dass plötzlich 26 Millionen Leute irgendwie fehlen, denn wir sehen, dass die Population, die Bevölkerung in den USA gewachsen ist seit dem Jahr 2009, nämlich um 25,3 Millionen. Gleichzeitig aber haben wir 1,1 Millionen
weniger Beschäftigte seitdem. Und dann stellt sich die Frage, wo sind diese 26,4 Millionen Menschen? Die sind irgendwie verschwunden. Auf keinen Fall sind sie arbeitslos. Das ist ja mal klar. Schauen wir uns mal insgesamt die Zahlen an. Unemployment by the numbers. Da sehen wir das jetzt offiziell. Und bei 20,9 Millionen Menschen arbeitslos sind, offiziell noch arbeitend sind, employed sind 137 Millionen, in der Labor Force sind 158 Millionen, also das sind diejenigen, die überhaupt noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Insgesamt sehen wir, dass das Total Employment in der US-Wirtschaft deutlich nach unten gegangen ist. Selbst wenn wir die Fake-Zahlen vom Freitag mit einbeziehen, ist das nur ein ganz kleiner Kratzer nach oben, der aber faktisch ja gar nicht existent ist. Wir sehen 102 Millionen Menschen nicht in der Labor Force, das heißt, die suchen keine Arbeit. Das sind Hausfrauen teilweise, das sind Kranke, das sind also Menschen, die im arbeitsfähigen Alter sind, aber gar keine Arbeit mehr suchen. Oder das sind eben auch Frustrierte, also Leute, die die Suche aufgegeben haben, die sagen, es macht eh keinen Sinn, ich finde keinen Job. Meistens dann Geringqualifizierte. Was wir sehen, ist auch, dass die Zeit, die Part-Time-Arbeit, also praktisch die nicht Vollzeitarbeit, sondern die Teilzeit, stark zugenommen hat. Da sind wir jetzt über 8%. Und wir sehen, und das ist vielleicht eines der großen Themen, wir sehen, dass vor allem die Frauen mit 14,5% deutlich stärker betroffen sind von dieser Arbeitslosigkeit jetzt, als die Männer, die nur 12,2% Arbeitslosenquote haben. Insgesamt sehen wir, dass der Anteil derjenigen, die Vollzeit beschäftigt sind, weiter deutlich zurückgeht. Sind nur noch 44,8%. Now to something completely different. Jetzt kommen wir mal zu was komplett anderem. Wie es bei Monty Python manchmal heißt, wir sehen hier immense Volumina an den Märkten. Wir haben jetzt vorhin Realität gesehen. Das sind die Dinge, die mit der Realwirtschaft, mit realen Menschen zu tun haben. Jetzt sehen wir etwas, was reale Menschen verursachen, was aber mit Realität nicht viel zu tun hat, mindestens nicht mit der realökonomischen. Hier sehen wir, dass das Volumen beim Nasdaq massiv nach oben gegangen ist. Da ist jetzt wirklich ein immenses Volumen an den Aktienmärkten der Fall. Das gilt auch für das Volumen bei Calls im Optionsbereich auf Aktien oder Indizes. Hier sehen wir, da haben wir den höchsten Stand seit 2010 erreicht. Und jetzt ist vielleicht hier von Sentiment Trader eine wirklich gute Grafik, die zeigt, was eigentlich am Markt los ist. Wir haben ja Stimmungserhebungen in den USA, überall, und das zeigt, ja, Sentiment ist doch relativ bearish. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, was die Leute tun und nicht, was sie sagen, wie hier auch Sentiment Trader sagt. Watch what people do, not what they say. They are full bore bullish on steroids. Also die sind auf Steroiden geradezu bullish. Sie sehen hier, wie das Optionsvolumen, die Calls, also Calls praktisch auf steigende Märkte spekulierende Kontrakte massiv nach oben gegangen sind, von wegen bei dieser Rallye ist keiner dabei, da sind alle dabei. Das gilt auch, oder zeigt sich auch in diesem sogenannten Put-to-Call-Ratio. Das heißt, wir haben jetzt so wenig Puts, so wenige Wetten auf fallende Kurse, das können teilweise auch Absicherungen sein, wie schon verdammt lange nicht mehr. Das heißt, hier sehen wir, dass wenig Absicherung im Markt existiert, aber viele Calls am Markt sind. Und wir sehen hier auch, das Non-Commercial Net Positioning, nämlich was ist da Net Short, wie viel ist praktisch Short. Und Sie sehen, diese Orangene zeigt, dass die Short-Positionierung ganz tief im Keller ist, so tief wie seit 2015 nicht mehr. Wir sehen das auch bei Hedgefonds zum Beispiel, oder respektive erstmal hier im ETF-Bereich. Hier sehen wir die Korrelation zwischen ETFs, die auf der Short-Seite getradet werden, und die ist konstant rückläufig. Wir sehen, dass insgesamt jetzt schon die Aktienmärkte oder die meisten Aktien die Kursziele der Analysten inzwischen schon übertroffen haben. Das ist ein interessantes Phänomen. Wir sehen das natürlich vor allem, und das zeigen Daten von Goldman Sachs etc., dass es ein Short Squeeze ist, dass also praktisch vor allem die Aktien steigen, die auf der Short-Seite getradet wurden. Da müssen
Shorties praktisch diese Position eindecken müssen, kaufen. Das treibt die Kurse nach oben, zum Beispiel bei einer Apple, wenngleich hier die Shortquote nicht so wahnsinnig hoch ist bei Apple, aber bei anderen Aktien ist sie sehr, sehr hoch. Hier sehen wir die gestrichelte Linie unten, das ist das, was real passiert, nämlich Revenue, Umsatz, geschätzt. Der dürfte vielleicht noch tiefer sein, das werden wir bald wissen. Und die Price-Earnings-Ratio sehen wir, also wir sehen praktisch den massiven Unterschied zwischen Bewertung und Fundamentaldaten. Wir sehen auch technisch hier mal ein Chart des Spiders, des SPY, maßgebliches ETF, das den S&P 500 abbildet. Und da sehen wir hier MACD im Extrembereich, Stochastik im Extrembereich, also alles, was irgendwie an Indikatoren, an Marktsentiment hier zeigt, wie eigentlich die Technik ist, wie stark überkauft ein Markt ist, dann sehen wir, dass wir hier total am Anschlag sind. Es kann immer noch weitergehen. Dennoch spricht einiges dafür, dass jetzt mal langsam Schluss ist mit diesem parabolischen Anstieg. Wir haben am Freitag übrigens auch Consumer Credit Daten gesehen, also die Kreditkartendaten, die Kreditdaten insgesamt, nicht nur Kreditkarten, Kreditvergabe in den USA massiv nach unten gegangen. Kein gutes Zeichen für den Konsum. Wir haben jetzt heute dann drei Dinge, die vielleicht relevant sind. Wir haben ein OPEC-Plus-Treffen am Samstag gehabt. Da hat man sich verständigt, die Cuts, die Output-Cuts, die Förderkürzung weiter beizubehalten bis Ende Juli. Die Saudis haben dann ihre Ölpreise, also das, was sie faktisch dann an Preisen verlangen, wenn sie Öl zum Beispiel in Europa verkaufen, deutlich angehoben. Wir sehen, dass Chinas Handelsbilanz deutlich nach oben gegangen ist. Das war ein Rekord, weil vor allem die Importe kollabiert sind um 16,7%, die Exporte nur um 3,3%. Da war eine etwas schlechtere Zahl erwartet, aber die Importe waren deutlich besser erwartet oder deutlich weniger rückläufig erwartet. Das zeigt, dass hier praktisch die Binnennachfrage in China ein riesiges Thema hat, nicht wirklich gut läuft. Kommen wir zu den Charts. Schauen wir uns erstmal an, was hier der Fall ist. Und dann sehen wir hier, bums, das ist Le Nasdaq. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, da ist es jetzt ein bisschen was nach unten gegangen. Das ist sozusagen die umgekehrte Asienrampe. Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Hat vielleicht einer, der eigentlich trainiert ist, immer auf den Kaufknopf zu drücken, irgendwie abgerutscht, zu viel Nivea-Creme genommen und ist dann auf die Verkaufstaste geraten, keine Ahnung. Jedenfalls sehen wir, wenn wir uns den S&P mal anschauen, eine mögliche Top-Formation. Wir sind jetzt hier bei 3.194, waren ja am Freitag bei 3.213, glaube ich, im Hoch. Schauen wir uns mal den DAX an, der hier im Tageschart diese extreme Reise hinter sich hat. Wenn wir uns das Ganze mal zum Beispiel auf 15 Minuten anschauen, sehen wir, dass wir jetzt so ein bisschen uns von der 12.800er Marke entfernen. Autos schwächer heute, nachdem Sid Donald wohl am Freitag nochmal Navarro, seinen Wirtschaftsberater, angewiesen hat, kümmere dich nochmal um die Zölle gegen EU-Autos. Das war das eine. Und das zweite ist natürlich Wirecard belastet heute, nachdem jetzt die vier relevanten Vorstände angezeigt wurden von der BaFin Netgut. Ein etwas ohnehin schräges Unternehmen, wenn Sie mich fragen. Schauen wir uns mal Yield an. Da stehen wir bei 1689 nach dem Abverkauf am Freitag durch die so unglaublich seriösen US-Arbeitsmarktdaten. Wir sehen, Euro-Dollar kommt jetzt ein bisschen runter, 1,1284. Und Le Crude Oil, das hält sich über der 40er-Marke und kann hier erstmal noch von diesen Produktionskürzungen, die jetzt einen Monat verlängert werden, weiter profitieren. Also, das ist mal ein kleiner Abriss auf das, was der Fall war und jetzt der Fall ist. Wir haben heute keine relevanten Konjunkturdaten. Die Märkte orientieren sich schon in Richtung Fed am Mittwoch. Was wird die Fed tun? Das ist die große Frage. Yield Curve Control ist eines der Themen. Wird man versuchen, die Anstiege, die wir zuletzt gesehen haben, bei den langlaufenden US-Staatsanleihen oder insgesamt bei den Staatsanleihen-Renditen, das war ja eines der großen Themen, wird das so weitergehen? Und wird die Fed was dagegen tun, indem sie sagt, hier ist ein Deckel drauf, das lassen wir nicht zu, dass die Renditen weiter ansteigen? Ja oder nein? Wird sie vielleicht auch sagen, Leute, das ging jetzt alles ein bisschen fix mit den Anstiegen. Wir haben hier ein Moral Hazard sozusagen hervorgerufen, ein Spielcasino-Temperament, wo alle glauben, die Bank wird sie retten, nämlich die US-Notenbank.
Wir werden sehen. Jedenfalls ist das erstmal die Grundkonstellation. Das Highlight ist die Fed am Mittwoch. Bis dahin wird man erstmal gucken, wie Realität und Kurse zusammenpassen. Wie gesagt, wir sind maßlos überkauft. 3 Standardabweichungen überkauft. Das ist in etwa genau das, was wir am Tief im März überverkauft waren. Da waren wir auch 3 Standardabweichungen, was gleitende Durchschnitte betrifft, überverkauft. Jetzt sind wir überkauft. Die Frage ist, wer kauft jetzt noch? Aber die Welt ist ja wunderbar und die Fed wird uns retten. Also müssen natürlich alle kaufen, denn es kann nur nach oben gehen. In diesem Sinne sage ich Ihnen Servus und Ciao. Heute Abend im Marktgeflüster geht's weiter. Wieder mit einem im Bild. Ich werde noch, wie gesagt, etwas an mir arbeiten, um wieder präsentabel zu sein vor der Kamera. Ich sage Servus und Ciao.